Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zur hier steifen Brise und so weiter und so fort. Die natürlich nichts mit anderen steifen Sachen zu tun hat, die jetzt weggeblasen werden. Nein, das hab ich nichts. Nein. Bin schon gespannt, was uns heute alles erwartet. Das habe ich gerade gesagt. Aber das macht gar nichts. Wir nehmen dann mal einfach alles so hin. Oh, die Türklingel, wir haben Besuch. Ja, wenn das Professor Gugu ist, lässt er sich bestimmt wieder selbst ins Haus. Wenn die wissen, wo der sich sonst noch reinlässt oder wo du ihn sonst noch reinlässt, meine Liebe. Nein, das werden wir nicht klären. Mautz. Sag ich doch. Oder beziehungsweise in dem Fall Mautz. Die hat mich angefaucht. Also so ein bisschen. Warum passen Umzugskartons eigentlich nicht in Pokebälle? Das wäre doch total praktisch. Das wäre tatsächlich in der Tat total praktisch. Vor allem, wenn es Pokebälle tatsächlich gäbe, meine Liebe. Moment, hier ist keiner drin. Was ist denn jetzt los? Das kann nicht Kukui sein. Das muss wer anders sein. Das ist tatsächlich wer anders. Natürlich. Fantastisch. Hallo, ich hoffe, ich störe nicht. Ich bin im Namen des Professors hier. Mein Auftrag läutet, ich zitiere, and I quote, Lilly, bringst du mir mal eben unser Wunderkind rüber? Aber bitte heute noch, wenn's geht. Zitat Ende. Ich soll dir den Weg zum Labor zeigen. Wenn du bereit bist, dann folge mir bitte. Klar, Krutz. Ja, was ist jetzt schon wieder? Ich höre. Hier ist so etwas Taschengeld, aber gib bitte nicht alle gleich auf einmal aus. Natürlich nicht. Entschuldige mal bitte, schon gar nicht für Schnaps und Drogen. Oh, wer ist denn deine charmante Freundin hier, Krutz? Ach so, also in diese Richtung läuft das jetzt, ja, ich merke schon, ja, ist okay. Alola ist einfach, wenn mir das unterstellt, dass ich eine charmante Freundin habe, während du komischerweise... Ach nee, ist okay, Alola ist einfach herrlich, hier trifft man lauter nette Leute. Charmant, meinen sie damit mich? Sehr fantastisch, lustig. Wie dem auch sei, mein Name ist Lilly, es freut mich, sie kennenzulernen. Ja, ist okay, Alter, dein großer Moment ist endlich gekommen, ich freue mich so sehr für dich. Viel Spaß auf deine Reise mit Flammiau. Passt auf euch auf. Bis bald. Mutter, ich bin jetzt als Kind ein paar Monate weg, tschö dann. Sagte sie und verschwand einfach. Deine Mutter ist wirklich sehr nett. Sicher. Wir sollen uns jetzt aber langsam auf den Weg machen. Bitte folge mir. Aber klar. Was eine merkwürdige Mutter. Aber das mal, wahrscheinlich bin ich wieder nur der Merkwürdige. Das ist das Übliche. Muss ich hier lang? Hey, ich bin hier drüben. Das konnte ich natürlich riechen. Hi, Tauros, ja, guten Tag. Bitte beruhige dich wieder, Tauros, du tust doch jemandem weh. Ja, wie jetzt? Mir doch wohl nicht etwa? Ach, muss ich da nicht lang? Das ist die andere Richtung. Habe ich jetzt dann endlich... Danke, super. Bei einer Chance von 1 zu 3 brauche ich natürlich 3 Versuche. Das Labor des Professors liegt direkt hinter dem hohen Gras dort drüben. Er meinte, umringt von wilden Pokémon machen seine Forschungsarbeit zum Thema Attacken schneller Fortschritte. Das ist nicht das Unplausibelste, was ich jemals in diesem Spiel gehört habe bis hierhin. Da ich selbst kein Trainer bin, trage ich immer meinen Vorrat an Schutz-Items bei mir. Damit halte ich auf dem Weg zum Labor wilde Pokémon fern. Ölchen, also, das ist nur sein Spitzname. Eigentlich heißt es Cosmog. Cosmog ist ein sehr seltenes Pokémon und kommt von weit, weit her. Der übernächsten Insel wahrscheinlich. Piu, ja, ist klar. Mein Freund hat mir einmal aus einer äußerst misslichen Lage geholfen. Er verfügt über rätselhafte Kräfte. Deshalb ist auch eine Gruppe von Leuten hinter ihm her. Aus diesem Grund erzähle ich nur vertrauenswürdigen Leuten wie dem Professor und Inselkönig Hala von Cosmog. Und natürlich den großen Cousine von Kurzerhausen. Bitte verrate niemanden von meinem kleinen Freund oder von den Ereignissen an der Hängebrücke. Natürlich nicht. Warum würde ich das jemals tun? Entschuldigung mal bitte, ich bin noch vertrauenswürdig, wie wir gerade eben gelernt haben. Oder willst du dann etwa wieder in Frage stellen? Willst du damit sagen, dass ich nicht vertrauenswürdig bin? Ist das... Ach, du bist kein Trainer, oder? Solche Stufen in der Landschaft sind praktische Abkürzungen. Sie lassen sich allerdings nur in eine Richtung mitnehmen. Schön, dass sie das Ding wirklich durchgezogen haben. In Grunde genommen so ziemlich jedem Pokémon scheinbar. Einfach Treppen. Egal wo du bist, du hast immer Stufen in deinen Erden, in deinen Böden drin. Wird das noch was mit unserem Kampf? Entschuldige mal, ich wäre gern fertig, solange ich noch als Kind durchgehe. Vollhorst. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Möchte nicht wissen. Der hat jetzt bestimmt den passendsten Namen aller Zeiten. Pass mal auf. Knirps und Moritz. Ja gut, Max. Ach, Max und Moritz, die beiden. Das macht sogar Sinn. Aber das haben die bestimmt häufiger gemacht, irgendwie solche Verbindungen. Irgendwie diese komischen Meckerköpfe, die Lausbuben quasi, dass die Max und Moritz sind. Was bist du denn für einer? Hab ich nie aufgepasst. Aber das wird mir gleich mit Sicherheit angezeigt, was du bist. Du bist nämlich quasi, was du bist. Mabula, ja. Du bist quasi, was du bist. Haha. Ich bin schon Level 9, heilige Scheiße. Was ich für ein Monster bin. Ich habe die Attacke abgewehrt. Ist ja geil auch. Nehme ich so. Vielleicht macht das mehr Schaden. Ich sollte so vorsichtshalber erstmal alles einsetzen. Das hat definitiv mehr Schaden gemacht. Okay, ich weiß nicht warum, aber ich nehme das dann mal so hin. Ja, tschö, Autopenner. Ja, jetzt hätte ich mal nicht mit mir angelegt, ne?
Das war wohl nichts, aber wenigstens habe ich noch meine Jugend. Es sei denn, ich lasse den Kampf jetzt so lange hier stehen, bis du nicht mehr jugendlich bist, mein kleiner Freund. Und damit meine ich Feind. 120... Ja, werde mir das merken. Warum auch nicht? Ich meine, läuft. Warte mal, da hinten möchte ich bestimmt hin. Hier so, den hier. Den hier hätte ich gerne. Pass mal auf. Du findest den Aufwecker. Wo den hier Medizin? Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt irgendwas ist für den Fall, dass irgendwer stirbt oder so. Oder? Wenn ich jetzt raten müsste, ohne nachzugucken, würde ich jetzt sagen, dass das irgendwas ist für den Fall, dass irgendwer Ich dachte, wenn sich die Blicke kreuzen, ich habe dir nie mal mehr angeguckt. Schau mal, wie süß mein Pokémon ist. Nein, ich schau nicht, wie süß dein Pokémon ist. Du behältst dein Pokémon für dich. Sagt er und kämpfte gegen sie auf Tod und, da Göre Laura. Laura, ich kann es nicht ändern. Ich weiß, ich bin unter anderem Rapper. Wingul. Wingul. Den kenne ich von Game Drums. Sehr schön. Das ist ja... Schön, dass wir den auch nochmal wieder sehen. Warte mal, der ist jetzt bestimmt Fliegen und Fliegen ist bestimmt irgendwie... Also Fliegen ist mit Sicherheit nicht schwach gegen Feuer. Aber Fliegen ist bestimmt stark gegen Feuer, weil der kann mit seinen Flügeln quasi mein Feuer ausmachen. Oder es wird bestimmt jetzt problematisch. Aquaknarre. Ah, der kann sowohl fliegen als auch Wasser. Au! Das ist mit Sicherheit sehr effektiv. Das habe ich mitgekriegt, danke. Das heißt aber, ich kann mit Sicherheit... Ist der vielleicht schwach gegen Geist? Das macht aber irgendwie nicht so viel Sinn, oder? Wenn ich jetzt raten müsste, macht das nicht allzu viel bis gar keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, nein. Superschall. Passiert das immer so häufig, dass ich irgendwelche Attacken abwehre? Oder ist das jetzt gerade nur Zufall? Wahrscheinlich ist das gerade nur Zufall. Ich weiß gar nicht, was Heuler macht. Da sollte ich vielleicht mich auch mal mit beschäftigen. Wobei, das ist bestimmt einer dieser komischen Attacken, die dann irgendwie dafür sorgen, dass Angriff oder Verteidigung des Gegners sinkt, die ich sehr wahrscheinlich nie nutzen werde. Göre Laura wurde besiegt. Ja, Gott sei Dank. Was war das denn? Sag bloß, du bist total stark. Klar. Also entschuldige mal bitte, ich bin der Golden Standard, was Starkheit angeht. Wir können auch von Stärke reden, aber das macht gar nichts. Hi. Tipps für Trainer. Pokémon auf der linken oberen Seite der Pokémon-Liste tritt im Kampf als erstes an. Danke. Die habe ich sogar dann nicht mitgekriegt. Gerüchten zufolge. Moment, ist das jetzt hier schon das Haus von dem Tönnis? Das ist das Haus von dem Tönnis. Pokémon-Labor. Hi. Bin angekommen. Nachdem ich mit 8 Leuten gekämpft habe und dann immer nicht... Ziemlich genau 2. Sehr gut, Wuffels. Beim nächsten Mal bitte noch Mir wird jetzt wieder unterstellt, dass ich alles wieder falsch interpretiere. Das Haus wackelt, irgendwas macht und er sagt, sehr gut, Wuffels, beim nächsten Mal noch fester. Und ich bin am Ende wieder schuld. Ja, ist okay. Keine Angst, ich bin härter. Attacken gewohnt. Ja, ist gut, ist okay. Oh nein, nicht schon wieder. Nee, bitte nicht. Ich möchte das auch gerne nicht sehen. Das ist auf jeden Fall das Pokémon-Labor. Es hat Charakter, findest du nicht auch? Der Professor gewährt mir hier bereits seit 3 Monaten Unterschlupf. Du bist quasi obdachlos. Im Gegenzug helfe ich ihm als Assistentin aus. Doch ich habe viel zu lernen. Hey, wäre ich doch nur ein Trainer, dann wäre ich dem Professor sicher eine größere Hilfe. Denke ich zumindest. Wuff, wuff. Das war dann jetzt wohl die Explosion, ja? Mhm. Das war der Professor, der Wuff gemacht hat. Er betreibt in seinem Labor Praxisforschung zu Attacken. Wie zum Beispiel dem übelsten Hüftstoß, ja? Oh nein, dann bröckelt bestimmt wieder der Putz von der Decke. Was geschieht hier gerade? Dabei kommt mein schönes weißes Kleid doch gerade erst aus der Wäsche. Die Farbe der Unschuld. Hinterher ist bestimmt wieder schmutzig und voller Löcher. Mir muss keiner erzählen, dass ich daran jetzt schuld bin. Nein, dass sie Kleider flicken, dass ich mir letztlich immer ein neues kaufen muss. Aber es nützt ja alles nichts. Treten wir erstmal ein. Ja, wir treten erstmal ein. In dieses Haus der... Forschung. Forschung. Wir forschen hier. Ja, lach dich ruhig kaputt. Du musst nicht denken, dass wir dich nicht längst durchschaut haben mit deinem grünen Gürtel, Freundchen. Da kommt ein Herzfisch angeflogen. Einfach mal so. Ey, wenn das nicht mal Krutz ist, danke, dass du ihn abgeholt hast, Lady. Ja, das ist ja fantastisch. Guten Tag. Aber nicht euer Professor, ich bin immerhin ihre Assistentin. Außerdem stehe ich für ihre Gastfreundschaft und Hilfe tief in ihrer Schuld. Tief. Verstehen Sie? Während ich auf euch gewartet habe, hat meine Forschungsarbeit dank der erstklassigen Attackenwuffels riesige Fortschritte gemacht. Das ist ja fantastisch. Aber kommen wir zur Sache, Krutz. Gib mir doch mal kurz deinen Pokédex. Mhm. Das sieht gar nicht mal so übel aus. Passt die Größe einigermaßen? What? Gefällt dir dein neues Zuhause? Sorry, dass du so lange drauf warten musstest. Entschuldigen Sie, Professor, aber mit wem? Du glaubst bestimmt, ich führe gerade Selbstgespräche. Was? Fehlanzeige. Ich habe mit dem Rotom gesprochen. Was auch immer der Rotom ist. Rückwärts gesprochen hieß es Motor.
Das hat mit dem Pokum, mit dem Rotom gesprochen, dass sich in diesem Pokédex befindet. Was ist ein Rotom? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Rotoms Körper besteht aus Plasma, weißt du? Das ermöglicht es ihm, ins Innere von elektrischen Geräten zu kriechen. So kann Rotom seine Kraft voll entfalten. Vor dir siehst du die Zukunft des Pokédex. Sein Gehäuse wurde speziell dafür entwickelt. Okay. Der Rotom sich hausen. Er ist erst komplett, wenn sich ein Rotom darin befindet. Dieser Pokédex stellt gleichzeitig auch eine neue Form von Kommunikation zwischen Mensch und Pokémon dar. Er ist so neu, dass bisher nur wenige Leute einen haben. Jetzt muss ich ihn nur noch mit dem neuen Teil, das heute geliefert wurde, etwas aufmotzen. Mitten im Raum, ohne Schraubenzieher. Brrrrst. Oh, tut mir leid, Rotom. Hab ich dich erschreckt. Brrrrst. Rotom, ich habe dein geliebtes Pokédex um neue Funktionen erweitert. Ich will, dass du kurz damit tatkräftig unterstützt. Oder um es mit einem Attackennamen auszudrücken. Will ich wissen, was jetzt kommt? Ich will, dass du seine rechte Hand wirst. Brrrrst. Ich will nicht wissen, was du mit deiner rechten Hand immer so machst, mein Freund. Aber du hast ja offensichtlich genug Gehilfinnen. Hi. Wie hübsch. Freut mich. Wir werden sicher viele Abenteuer zusammen erleben. Brrrt. Ja, lass mal machen, Alter. Aber wie hübsch. Ah, das ist eine Map. Siehst du kurz. Jetzt kannst du sogar mit Rotom sprechen. Und du bist ihm anscheinend sehr sympathisch. Klar. Wem bin ich das nicht? Aber wofür sollst du ihn genau unterstützen? Ja, das wüsste ich auch mal gerne. Naja, kurz ist schließlich gerade erst nach Alola gezogen. Das dem Rotom-Pokédex integrierte Navigationssystem wird ihm dabei helfen, sich nicht zu verlaufen. Achso, vielen Dank. Lass uns alles geben, Rotom. Ich bedanke mich mal immer erstmal freundlich, wie ich bin. Weil die Leute sollen ja weiterhin so denken, dass ich ein fürchterlich sympathischer Kerl bin. Rotom zeigt dir immer dein nächstes Ziel auf deinem Abenteuer. Berührst du den Pokédex, erscheint darauf außerdem eine detaillierte Karte der Umgebung. Okay, danke. Du kommst einfach in das Haus rein. Alola. Seht mal, wen die Meeresbrise reingeweht hat. Ich bin Starly. Hi. Wenn der sich jetzt quasi gezwungenermaßen verabschieden musste aus diesem Ort, ist es dann der Taliban? Entschuldigung, musste sein. Ist das etwa ein Loft? Was geht dich das an, Alter? Das ist eine pinke Treppe, das ist privat, genau. Das gehört nämlich ihr. Das kennt man an der Tatsache, dass es eine pinke Treppe ist. Meine Devise lautet, wenn jemand in Not ist und man helfen kann, muss man tun, was man kann. Das seht ihr doch bestimmt auch so, oder Tali und Krutz? Sicherlich. Deshalb lasse ich Lilly oben im Loft wohnen. Und du wirst mit Sicherheit keine Blicke nach oben werfen, wenn sie die Leiter hochkraxelt. Also Krutz, den Rotom-Pokédex überlasse ich dir. Rotom, kümmere dich gut um Krutz. Also ein Rotom-Pokédex, irgendwie niedlich. Ist irgendwas, was du nicht gut findest? Kommen wir nur zur Inselwanderschaft. Das ist witzig, also spitz die... Ach, wichtig. Beides wahrscheinlich, also spitz die Lauscher. Jo, lass mal machen. Stell dir die Inselwanderschaft als ein einziges großes Abenteuer mit deinem Pokémon vor. Die Kinder Alolas gehen auf die Reise, um sich am Ende als stärkster Trainer, als sogenannter Inselwanderschaftschamp zu beweisen. Auf jeder der vier Inseln von Alola gibt es einen Inselkönig bzw. eine Inselkönigin. Um von ihnen anerkannt zu werden, muss man alle 7 Prüfungen der Insel bestehen. Ah, ja, interessant. Also ist ein kleines bisschen anders als in den normalen Pokémon-Spielen, schätze ich mal. Also zumindest in dem einen Spiel, das ich gespielt habe, waren das die ganze Zeit einfach nur irgendwelche Trainer mit irgendwelchen komischen, keine Ahnung, Medaillen oder so. Also, wie sieht's aus, Krutz? Möchtest du gemeinsam mit Flammeau auf Inselwanderschaft gehen? Ich finde, du hast definitiv das Zeug dazu, ein hervorragender Pokémon-Trainer zu werden. Nicht jeder kann bei seinem ersten Kampf so geschickt die Stärke seines Pokémon ausspielen wie du. Ich weiß, ich bin ein Riesentalent. Naja, also... Komm schon, sag kein Spielverderber. Du willst doch bestimmt auch Inselwanderschaftschamp werden. Ich weiß, am Anfang kommen einem die Bräuche Alola so ein wenig seltsam vor. Ach, hier ist doch alles normal, entschuldige mal bitte. Aber du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du auf die Reise gehen und vielen Pokémon begegnen würdest. Schließlich beschäftige ich mich unheimlich gerne mit Pokémon und ihren Attacken. Das ist natürlich erstmal wieder komplett uneigennützig, ich weiß. Gut, dann nimm das hier. Ich kann mich nicht daran erinnern, zugestimmt zu haben, aber danke. Diese Inselwanderschaft, dieses Inselwanderschaftsabzeichen ist sozusagen ein Beweis für deine Teilnahme. Achso, muss ich da jetzt quasi dann wie so ein Pappding an einem Pfarrfest, muss ich dann abhaken, dass ich gerade zum Beispiel bei der Feuerwehr-Schießübung war oder so ein Scheiß. Ist okay. Nehmen wir dann so mit. Das habe ich von meinem Opa auch bekommen. Also dann, kurz, Starly, kommen wir zum nächsten Schritt. Der nächste Schritt oder der nächste Schritt? Wir sind voller Tatendrang. Natürlich, wie immer. Die Trainerschule.
Dort könnt ihr durch Pokémon-Kämpfe die Grundlagen des Trainer-Daseins erlernen und auch weiteres Wissen aneignen. Wie sagt man so schön, ist noch kein Inselwanderschaftschamp vom Himmel gefallen. Da hilft nur fleißig büffeln. Sicherlich. Was hast du vor, Tali? Ich werde mit meinem Pokémon spielen. Sie trainieren, meine ich. Genau. Ja, sehr vertrauenswürdiger Typ. Die Inselwanderschaft, durch sie lernen die Menschen Alolas die Welt um sich herum kennen. Würde dich irgendwer gefragt haben. Hab ein Auge auf kurz, ja, Lili. Bitte kümmere dich um ihn, bis er sich ein bisschen an Rotom gewöhnt hat. Ist quasi, wenn so ein Schnitzel Tom heißt und dann noch nicht gebraten wurde, ist er dann auch ein Rotom. Was stand da? Nein, ich habe nicht gelesen. Ich habe versehentlich nach links gedrückt und dann ging die Schrift da weg. Ich wollte das doch lesen. Ist auch egal. Hi, was denkt ihr, das Schöne zu erzählen? Velue. Okay, danke für den Hinweis. Kann ich in den Keller gehen? Pokémon sind nicht nur eine unersetzliche Hilfe bei meiner Forschung, sondern auch Teil meiner Familie. Schließlich leben wir alle zusammen. Okay, dann gehe ich wohl mal in den Keller. Gucken, was da so geht. Du stehst einfach so hier rum, ja? Hi. Putzi! Ja, danke auch. Dich habe ich irgendwo in Pokémon Go schon mal gesehen, glaube ich. Gerüchten zufolge. Was ist das hier für ein schönes Ding? Ach, das Aquarium geht hier runter. Am Aquarium werden Daten zur Wirkungsweise von unter Wasser eingesetzten Attacken angezeigt. Ach, was soll machen wir auch noch? Wir machen die Unterwassersachen. Ist ja interessant. Das ist ja ziemlich cool eigentlich. Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich stelle ich mir das alles deutlich weniger komplex vor, als es am Ende sein wird. Aber wir werden sehen. Da stehen jede Menge Kartons mit Elektrogeräten. Summen und vibrieren diese Elektrogeräte, das ist Kukuis PC. Auf dem Monitor sind Pokémon abgebildet, die du noch nie gesehen hast. Ja, dann werden wir uns damit scheinbar nicht weiter beschäftigen. Ja, dann wollen wir einfach das Haus verlassen, weil das offensichtlich, das ist, was die Leute hier sind. Kann ich hier rein? Darf ich hier? Ich darf hier rein. Okay, danke. Da ist ein Vogel. Der Schlafplatz von Cosmog. Er weist Bissspuren von Wuffels auf. Okay, eine Pipi-Puppe. Die ihre Besitzerin wohl sehr am Herzen liegt. Ja, ist toll. Kosmetik und ein Linsen-Etui. Zwei sehr beliebte Accessoires in Alola. Das scheint Lillys Tagesbuch zu sein. Ein kleines Metallschloss stellt sicher, dass niemand außer ihr darin lesen kann. Klar. Ach, guck mal hier. Das ist offensichtlich der Ventilator aus Paper Mario. Du bist am Kochen, oder was? Ja, nee, wir leben hier wie eine Familie. Der eine kümmert sich für mich um meine Fische, der andere kocht für mich und ich stehe in der Mitte des Raumes rum und warte, dass der Tag vorbeigeht. AKA, wir leben wie in einer Familie. Mhm. Okay, das ist alles ganz uneigennützig. Muss ich jetzt einfach anfangen? Da oben ist... so wird mir jetzt jedes Mal mein Ziel angezeigt, oder was? Dass ich da oben jetzt hin muss. Na gut, das macht die Sache jetzt natürlich nicht schwerer, dass ich die ganze Zeit im Grunde genommen irgendwie quasi eine Karte habe, an der ich mich orientieren kann. Es wird auf jeden Fall dann etwas entzerren. Der ist doch bestimmt irgendwie ganz selten, oder? Der ist doch bestimmt irgendwie ganz selten. Warte mal. Warum ist der kann doch nicht einfach hier rumstehen. Oder nicht? Also ich hätte jetzt eigentlich... Moment, der ist bestimmt jetzt ganz schlecht, weil der kann auch Feuer, ne? Ja. Habe ich mitgekriegt. Ist okay. Bin ich komplett bescheuert. Das wusste ich aus Pokémon Go. Siehst du mal, was? Der Angriff steigt, aber seine Verteidigung sinkt, oder was? Weißt du was jetzt? Ich habe nicht aufgepasst. Ist egal, wir werden einfach mal... Ich mache einfach mal normale Kratzer, weil das macht dann zumindest normalen Schaden. Eigentlich müsste ich jetzt versuchen, den zu fangen, oder? Das ist auch nicht sonderlich effektiv. Wieso das denn? Der bringt mich jetzt wahrscheinlich um. Nein, tut er nicht. Moment, bin ich schneller? Warte mal, vielleicht ist das irgendwie toll, aber wahrscheinlich nicht, ne? Das macht wahrscheinlich jetzt nicht sonderlich viel Sinn. Befürchte ich. Nee, das ma... Boah, es ging eigentlich, doch, das war okay. Ja, wobei, ist das jetzt dann... Ja doch, das eine müssten ja normalerweise dann die normalen 30 Schaden... Warum bin ich jetzt schläfrig? Eigentlich, das müssen jetzt die normalen 30 Schaden gewesen sein und das hier müssten dann jetzt eigentlich 20 plus 50% gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht oder so. Das wären dann auch 30. Fantastisch. Was für ein Fluch. Hör doch mal auf. Du kannst doch nicht permanent solche Sachen machen. Stirb doch mal einfach. Sinkt, aber Angriff und Verteidigung steigen. Dafür, nein. Was kann ich dagegen tun? Gehe ich recht in den Arm, dass ich sterben werde? Ich habe auch keine Items, ne? Ich habe scheinbar nur Tränke. Ich habe einen Aufwecker gefunden. Warte mal, stimmt, den kann ich ja nutzen. Wenn ich den jetzt nutze und der Wichser schläft mich direkt wieder ein, ne? Oder schläfert mich direkt wieder ein, dann bin ich wütend. Das ist offensichtlich nichts, das ist doch nicht das, ja. Das war das, was mich gerade eingeschläfert hat, oder? Das ist jetzt ein Scherz. Wenn ich jetzt wieder eingeschlafen wäre, wäre ich stinkig gewesen, ohne Scheiß. Das ist Aufwecker offensichtlich nichts, was mich irgendwie wiederbelebt, wie ich ursprünglich dachte, sondern dann doch zum Aufwecken da. Gott sei Dank habe ich geguckt. Ich mache überhaupt keinen Schaden mehr.
Ich mache überhaupt keinen Schaden mehr. Aber dafür er zur Genüge. Alter, komm mal klar, Mann. Das ist ganz einfach, das ist schon fast ein Boss. So wie der mich hier auseinanderreißt, du Penner. Weißt du? Krieg ich den wohl noch tot? Also wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, dass ich den nicht tot kriege. Wenn ich raten müsste, habe ich schlechte Karten. Der Anwender nimmt das Ziel für sich ein und senkt dessen Angriffswert, bringt mich auch nicht. Ich müsste eigentlich eher seine Verteidigung senken. Gott, habe ich noch Chancen gegen den? So viel Verteidigung, wie der mittlerweile haben muss? Oder ich fange den jetzt, wo er rot ist. Ich muss warten einfach nur, bis die rot sind, ne? Oder macht das sogar noch mehr Sinn, da noch mehr zu warten? Reicht das einfach zu warten, bis die rot sind? Ich hoffe ja wohl. Ich hoffe ja wohl innigst. Warte mal, wie kann ich jetzt... Muss ich jetzt Y machen, oder was? Oder muss ich jetzt in den Beutel? Oder wie fange ich die jetzt? Pokéball. So, einsetzen und jetzt kann ich den ja wohl hoffentlich fangen. Pass auf, das wird jetzt unser erstes Monster, das wir fangen. Das ist ein verficktes Fleckmon. So, habe ich beschlossen. Ich habe beschlossen und du wirst dich jetzt nicht widersetzen, weil ich habe gewonnen. Sagt er und gewann natürlich. Läuft! Hör mal, wir haben unser erstes Pokémonchen gefangen. Klasse, Fleckmon wurde gefangen. Hör mal, wenn ich mal so dermaßen gelobt werden würde in einem Pokémon-Spiel. Ach, da kriege ich jetzt trotzdem Erfahrungspunkte für. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich die nicht bekomme, solange ich den nur in Anführungsstrichen einfange. Den scheint einer nicht so zu sein. Dem scheint nicht so zu sein, nein. Wir werden jetzt einfach mal das Fleckmon, weil ich letztens, ja danke, dass der angelegt wurde, habe ich auch nie anders verdient. Registriert ja sicher, das ist fantastisch. Dadurch, dass das Ding, wir machen das jetzt einfach mal so. Ich werde, wie gesagt, bis zur nächsten Episode werde ich dann meine Liste zusammen haben mit den Namen von euch und so weiter und so fort. Ich werde, was? Weiter, ganz toll. Hat Feuer und Wasser gesehen. Ich werde den jetzt erstmal einfach, weil er meiner Katze relativ ähnlich sieht, werde ich jetzt erstmal so den das erste Pokémon benenne ich jetzt einfach mal frei wie ich bin nach meiner Katze. Und ab der nächsten Episode machen wir das dann so, dass sie quasi nach euch benannt sind. Also werden wir dann mal schauen, wenn irgendwer bestimmte Vorlieben hat, versuche ich dran zu denken, allerdings natürlich kein Versprechen. Also ansonsten wird das alles einfach irgendwie aufgenommen und dann wird gelost. Ich werde dann jeden Namen einmal quasi, jeder, der seinen Namen da quasi so im Prinzip runterschreibt, werde ich dann in einen kleinen, was weiß ich, einen Beutel packen und dann werde ich jedes Mal, wenn wir ein Pokémon fangen, werde ich quasi... Ja, wenn ein Fleckmon ist, ne? Hör auf mit Fleckmon, ich will keine Fleckmänner mehr. Arschloch, danke. So, dann jedes Mal, wenn wir ein Pokémon fangen und das benennen müssen, werden wir dann quasi einen Namen aus diesem Hut ziehen. Und dann läuft das. So quasi der Plan. Ist doch, hör mal, das ist ja wohl Trick 17 hier. Moment, ich könnte jetzt theoretisch natürlich auch Fleckmon nutzen, ne? Aber das wäre ja irgendwie auch... quasi zu professionell. Eigentlich wollte ich nur noch schnell aus dem Gras raus, damit ich nicht im Gras stehe, wenn ich speichere. Danke, Spiel. Danke. Käse, meine Damen und Herren. Auf die Fresse gibt das. Ja, siehste, hättest du dich mal nicht mit mir angelegt und dann wäre alles einfacher gewesen für dich. Aber du wolltest es ja so und deswegen hast du dich auch nicht zu beschweren. Meine Damen und Herren, darf ich jetzt bitte von diesem Gras hier runter? Danke. Dafür bitte Like beim Kaputtklopp und so weiter und so fort. In den Kommentaren weiterhin Namen, Strategien, Hilfen, Sachen, die ich übersehen habe. Das wird häufiger passieren. Da gehe ich felsenfest von aus, weil ich habe keine verfickte Ahnung von dem, was hier so passiert. Vielen lieben Dank, dass du da warst und offiziell winkenderweise wie immer. Bis zum nächsten Video. Yeah, liebe Leute. Tschüss.